Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Emerald Randomizer Nuzlocke Challenge. In der letzten Folge haben wir hier ein gutes neues Pokémon, würde ich mal sagen, bekommen. Nämlich Günther. Und ja. Der Arena-Kampf der vorletzten Folge hat halt dafür gesorgt, dass ich, außer Fragezeichen Man kein anderes Teammitglied mehr habe. Aber mit den beiden könnte was draus werden. Dich habe ich schon besiegt, ne? Ja, stimmt, das war das letzte im letzten Part. Darf ich wieder zurücklaufen? Und einem Chat mit dem Squad ist gerade wieder auch richtig Spaß drin. Auch durch mich. Das ist halt sehr motivierend. Ich will jetzt nichts Genaues sagen, weil ich nicht weiß, wann das Video herankommt, aber es geht um ein Projekt, das wollen wir jetzt seit 4 Wochen aufnehmen. Aber immer sagt irgendwer im letzten Moment ab. Und ich habe da schon scheiße viel Arbeit in die Vorbereitung gesteckt. Und wenn das so weitergeht, dann war das umsonst. So. Mach mal langsamer, warte mal, Pleco. Ach, du bist Günther, du hast ihn gerettet oder schön dir was. Was du willst mit mir segeln. Du hast einen Brief für Defort und ein Paket für Slatterport. Boah, ein ganz schön anstrengendes. Ja, kein Problem. Wir segeln hin. Gut. Ja, jetzt wird halt gesegelt. Und das Boot ist irgendwie fucking klein und fährt so übel komisch. Ich bekomme Anruf. Ah, vom Vater. Günther, wo bist du? Sie hört sich windiger an, wo auch immer du bist. Natürlich hält das Boot auch an, während ich telefoniere. Ich habe gehört, dass Devons Präsident Trump, dass du einen Pokénap hast. Also ja, wollte dich anrufen. Du machst toll, also tschüss. Yay. Ich habe meinen Vater registriert, war mir zweiter Danke. Buße 106. Und die Stadt. Ahoi. Ich soll Steven suchen oder auf Deutsch heißt er Troy. Falsch. Ich wollte. Wieder falsch. Was für Items habe ich? Also hier 11 Pokebälle, weil hier kann ich nur mal ein bisschen was fangen für mein Team. Und zwar dank dir. Willst du hier? Ach, hier, ich gebe dir einfach eine Angel. Hier, der gibt mir, wie er schon selber gesagt hat, eine Angel. Und wie gut die Angel ist, ist hier ja eh scheißegal. Das ist eine Randomizer. Was ich jetzt auch nochmal gucken wollte, habe ich Geld. Das, naja, reicht nicht für, theoretisch für 1-2 Pokebälle, aber hier ist halt kein Supermarkt in der Stadt, deswegen habe ich das jetzt geguckt. Und was bringt mir das jetzt eigentlich? Ich gehe einfach mal. Oh. Ein Trainer. Was machen die Dinge? Ich hab keinen Bock mehr. Jetzt kommt ein Kampf gegen einen Angler. Das Pokémon passt sogar zu ihm. Günther, töte es. Das macht ja überhaupt keinen Schaden. Danke. Ja, 440 Poké-Dollar. Das sind Dollar und keine Dollar. Warte.
Route 106. Dann besorge ich mir mal mein Pokémon für diese Route. Ein hoffentlich gutes Pokémon. Ah ja, hier habe ich ja... ja schon hier. Register. Das Tolle ist, ich weiß trotzdem nicht, welchen Knopf ich drücken muss. Ah. Gut, vielleicht soll ich das Pokémon auch einziehen. Ja, brauche ich nicht zwingend, aber ich würde es schon mitnehmen. Boah, vielleicht sollte ich fürs Pokémon fangen hier auf dich wechseln, weil du hast ja Trugschlag praktischerweise. Okay, guter verfehlt. False Swipe. Zack. Jetzt bin ich vergiftet, ey. Spaß. Aber vielleicht krieg ich ein neues Team. Das würde ich dann natürlich auch wieder trainieren müssen, spannenderweise. 2, 3. Easy. Gut, 3 Pokémon. Das ist Weed Pokémon. Du bist, Weedy ist jetzt im Team, das Gift macht Aua, deswegen. Das Trainieren würde ich sagen, ich werde mir hoffentlich noch mehr Pokémon diese Folge holen, deswegen würde ich das dann nachtrainieren. Ich hätte halt gern einen EP-Teiler, mit dem wäre es chillig. Will der Typ mich verarschen? ja. Oh, hier ist ein Trainer. Die Angler sind alle sehr toll. Er hat 3 Pokémon, oh. Oha. Ein voll entwickelter 2-Gen-Starter, wo habe ich denn sowas schon mal gesehen? Blöd nur, dass meiner sehr effektiv gegen deinen ist. Oh, schade, es lebt. Checke. Wunderbar. 400 Erfahrung, sehr gut. Fast ein Level. Was? Wenn ich... Ja doch, das ist ein Zoom-Pack. Geh halt noch mehr ab. Digga, da kommt ein Zoom-Pax und einem, Scheiße, kommt mir der deutsche Name nicht ein? Tornuptu, genau. Das Ding hier ist auch nicht gerade schwach. Wenn ich nicht so overlevelt wäre, wie ich halt bin, wenn ich nur, die meiste Zeit nur ein... habe, dann wäre das echt nicht leicht geworden. Yay, ich habe ihn jetzt im Pokémon ab. Und hier ist die Höhle, zu der ich muss. Und? 1 Höhle? Es wird sehr dunkel weiter vorne. Es ist schwer, das zu erkunden. Der, wo hier früher hinkommen ist, Steven war's. Er weiß, wie man Blitz benutzt, also er sollte, ihn soll es gut sehen, aber für uns Wanderer, wir helfen denen, die vorbeikommen, das ist unser Motto, ich werde dir das geben. Flash. Jetzt brauche ich Blitz, aber Blitz ist scheiße.
VM-Sklaven, denke ich, werde ich so machen, dass ich mir den schon noch fangen darf. Und Pokémon. Denn hier wird es gleich einen Encounter geben, der hoffentlich das vierte Teammitglied wird. Und zwar ein... Noch ein Pflanzen-Pokémon, Mist. Ich will ja nicht sagen, dass mein Team außer jetzt Günther immer noch fucking schlecht gegen Feuer ist. Das hat mir in der letzten Arena genug Probleme bereitet, dieser Nachteil. Ach, scheiße. Ist zwar nicht gerade viel Schaden, aber ja. Pokéball, Flieg und Sieg. 1, 2, 3. Easy, Mann. Endlich läuft es mal in dieser Challenge. Und... wie nenne ich dich? Nee, der Name passt nicht so gut. Ach, ich lasse einfach mal die Innovation in mir sprechen. Pflanzi. Yay. Ich muss Blitz direkt wem beibringen. Warte, aber sagte er nicht, dazu brauche ich einen neuen Orden? Ich habe ihm nicht zugehört. Chiaouidi und Pflanzi können das theoretisch. Das Problem ist halt, dass ich nicht... dass es schwer ist. Komm, Pflanzi und Weedy werde ich eh nicht so sehr nutzen. Außerdem hatte das Ding noch nicht mal volle Attacken-Slots. Jetzt werden wir ja sehen, ob ich das erst nach der Arena benutzen darf. Flash. Ja, brauche ich noch. Wunderbar. Dann würde ich jetzt erst nochmal zurückreisen und in Blütenburg City mir noch ein Pokémon fangen mit der Angel. Makuhita hat es ja auch gegeben, aber naja. Wie kommt damit Fragezeichen dann nicht über Level? Kann ich von hier aus eigentlich noch gute 105 erreichen zu Fuß? Nein. Okay. Und in der Stadt selbst angeln. Gott. Läuft bei mir. Warte. Nein. So. So. Und vielleicht gleich das fünfte Teammitglied. Scheiße. Na, das könnte das sein, aber ich sag's so, ich nehm's schon mal mit. Das ist jetzt zwar nicht gerade das Pokémon, das ich am liebsten hätte, aber Junge, ich kann heute mein Team füllen. Wenn man sich die ersten Folgen anguckt, hätte man damit, glaube ich, nicht gerechnet. 1, 2, 3. Drin. Pokédex. Ja komm, ich fände es halt cool, wenn wir in der 6. Season wären und das hier ein Zygarde wäre und... Deswegen... Ich muss jetzt gucken, wie das Ding geschrieben wird.
Okay, ich hatte es schon richtig im Kopf. Weil manche das auch Zügerad aussprechen, wusste ich gar nicht, ob man es Zügarde oder Zügerade schreibt. Ja, Zygarde sind Team. Jetzt hole ich mir noch ein Pokémon und ich guck mal kurz was. Das ist schade. Ich habe gerade mal geguckt, wenn ich dann in der nächsten Stadt das Paket abgebe von Trump, bekomme ich den EP-Teiler. Weil die Pokémon zu trainieren wird halt schon ewig dauern. Doch. Für den Fall, dass mir entgegen will, das Pokémon über den Weg läuft, kann ich ja zumindest schon mal Weedy, würde ich sagen. Ich kann sogar die Encounter-Rate erhöhen mit Weedy. Oh, ich bin ja schon da. Und in den Wild-Pokémon-Kampf gehe ich lieber hier mit dem, der auch ausrichten kann. Und das sechste Teammitglied ist ein... Es könnte besser sein, das Team, aber ich will mich mal nicht beschweren. In den ersten zwei Städten gab es nichts zum Angeln und in Metaross auch nicht. Oder Rustboro, wie es auf Englisch heißt. Ich denke, ich werde aber jetzt tatsächlich erstmal nur zwei oder so der Pokémon trainieren und die anderen dann mit dem EP-Teiler. Oh, Kacke. Ah, okay, doch. Wie nenne ich Dodo? Alter, meine spritzt heute wieder über. Ich weiß, man merkt meine Fantasie. Dann würde ich sagen, trainiere ich die Dinger jetzt noch ein bisschen. Und dann geht's in der nächsten Folge zur Arena. Von der Stadt, in der wir gerade waren, deren englischen Namen ich nicht kenne, und den deutschen Faustauhafen. Bis dann, außer es passiert irgendwas Lustiges, dass ich reinschneide gleich beim Training. Scheißwald, danke dafür, bla. Ich meine, Jesus, ich meine, Gott, ich meine. Welche trainiere ich? Ich würde sagen, vielleicht Dodo und Weedy, Dodo und Pflanzen. Dodo würde ich schon gern trainieren. Ich nehme mal eher Pflanzen, weil Weedy wird eigentlich keine Attacken erlernen, irgendwie in vorhersehbarer Zeit. Oh, hier gibt's Kindwurm. Absorber. Ein bisschen auf die Leben achten.
Pflanze hier ist ein Gott. Dich kenne ich. Ja, Giftstachel. Hier bräuchte ich Zerschneider, das dauert aber noch. Hier, das hat mein Bruder gemeint, wegen dem Item hier. Der hat mir das noch nicht gesagt. X-Verteidigung. Ah ja, hier kann ich auch mal vorbei. Und zwar hätte ich gerne noch... Ich habe im Moment 6 Pokebälle, danach höre ich nochmal auf 10. Und 2 Tränke. Und einen kleinen Rückhalt. Aber ich muss langsam auch mal auf Supertränke umsteigen. Ich denke zwar nicht, dass das... was bringt... nochmal mit dem Präsidenten sprechen, kriege ich nicht noch was geschenkt, und zwar eine Pilzheiler. Ja, das ist auch gut. Vielleicht 15 oder so, mal gucken. Ich gehe hier rein. Dich habe ich ja noch nie gesehen, ist das traurig. Das ist voll traurig, der kam. Pflanzi the Legend. Oh, da bleibst du auf keinen Fall. Da kommt mal Dodo rein, auch wenn es vermutlich auch ausgewechselt wird. Und jetzt eine Aufgabe für Günther. Pflanzi erreicht ein Level, Günther erreicht ein Level, Dodo nicht. Ah, keine AP mehr. Dodo hat ein bisschen wenig Glück. Dann mache ich mich sogar mal auf den Rückweg. Ja, das schaffst du doch trotzdem. Die Typen nach der Schießstrategie. Pflanzi will Stunspore, aka. Boah, wie heißt es auf Deutsch? Halten Paralysepulver. Heiler. Scheiße. Günther ist auch paralysiert. Ich gehe mal hier das Risiko ein. Dann lass es. Wirklich jetzt. Natürlich ist Rudi deswegen jetzt nicht tot. Danke. Und ich pack mich das Kapazent ab. Ich lasse mal Züger dran. Rap lecker.
Probe, Slunzi for the win. Slunzi ist jetzt fast auf einem Level, auf dem ich es lassen kann. Ich werde gleich noch ein Free Kill. Noch einen bitte. Oh, das ist kein. Aber ein Kill. Ich würde sagen, Level 16 gebe ich Pflanzen. Das hieße noch ein Level. Und dann wird Dodo trainiert. Dodo. Attacke gibt es nicht mehr, aber ja. Dodo. Jetzt wirst du trainiert. Level 10, woo. Wirklich. Stirbt noch was. Ich weiß zwar, dass das auch nicht der schlauste Play von mir war, nicht Pokémon da einzusetzen, aber... Warte. Okay, ich dachte schon kurz, ich hab den nicht besiegt. Ah cool, ohne Wild Pokémon Fight. Ich wollte gerade sagen, das dürftest du schaffen, Dodo. Hat auch gereicht. Das machst du lieber nicht. Boah, jetzt kommen lauter Pokémon, die verdammt schlecht. Komm, dann lass ich Pflanzen noch mal raus. Dodo hat ein Level bekommen, sehr gut. Noch eine Erfahrung für Dodo. Level für Dodo. Gehen ab jetzt Pflanzen. Noch mehr selben.
Ja. Ah, Furienschlag. Wie stark ist der? Zwei bis fünf Mal heißt eine Stärke zwischen 30 und 75. Ich will hier langsam mal raus, mein ganzes Team ist paralysiert. Dodo braucht noch ein bisschen Erfahrung. Zum Glück geht das Trainieren mit der Technik relativ schnell. Und wenn ich dann noch irgendwann den EP-Teiler habe, dann wird's gut beim Trainieren. Oha, das hätte zu gehen. Moment, das wusste ich schon. Lol. Ich wundere mich so, stimmt, wusste ich ja schon. Level 14. Oha, das ist jetzt One-Hit. Pflanz, ja, sehr gut. Natürlich, Absorber. Weil Megasauger ist ein stärkerer Absorber. Pflanze schließt auf jeden Fall sehr gut auf. Komm, es ist fast Level 15. Ich wollte gerade sagen, lässt du dich jetzt von dem Ding fertig machen. Du wirst gegen diese Dinger hier nicht kämpfen. Hier lasse ich Günther mal wieder ran. Aber lieber mit einer Watergun. Ich weiß nicht, ob irgendeine Fähigkeit hat, die bei sich irgendwie vergibt, wieder auch wenn ich es nicht denke. Lecker. Habe ich glaube ich noch nicht gesehen. Yay. No. Wir kommen nach mal.
glaube, ich kann es auch eigentlich lassen und weiter trainieren. Zumindest für ein bisschen. Ich meine, das ist jetzt nicht stark, das Dodo, das habe ich aber auch nicht erwartet.